Ein herzliches Hallihallo und willkommen zurück zu Knights of the Old Republic hier auf Kashyyyk mit Joli Bindo und HK47 am Stisselmanisseln. Du siehst das Leuchten eines Repulsorfeldes. Es steht in starkem Kontrast zu dem umgebenden Laubwerk. Ja, siehst du? Ziemlich subtil, was? Im Gegensatz zu dem übrigen Chaka-Gerümpel hier unten. Es ist noch nicht lange hier, sonst hätten es die Wookies längst lahmgelegt. Auch wenn es ihnen verdammt schwer gefallen wäre. Vergesst es und schaltet es einfach ab. Ist das alles? Ein Repulsorfeld mitten im Wald und es interessiert dich nicht? Nun gut, warum hat die Chaka das hier platziert? Also, ich meine, ich erfahre ja eh, was dahinter ist, wenn wir... Ach, egal. Ich schätze, sie wollten verhindern, dass die gefährlicheren Raubtiere frei rumlaufen. Nicht sehr effektiv. Uns hält es auf, aber die Wesen von Kashyyyk sind sehr anpassungsfähig. Du wirst sehen, warum, wenn du dein Ziel erreichst. Warum sollte man so ein Ding hier platzieren? Seid ihr schon früher hier dran vorbei? Ja, aber ich reiße mich nicht darum. Auf der anderen Seite ist es verdammt gefährlich. Na dann. Ist das alles? Ja, ja. Na gut, wie war das noch gleich? Ah, und jetzt los. Das ist die gefährliche Gegend auf Kashyyyk. Wir sollten uns auf ein paar Überraschungen einstellen. I don't know why I'm sorry. Oh, schaut mal, gefährliche Wesen. Affen. Speichern. Mandalorianer. Und... Growl. Gut, wie er gar nicht mehr hilft. 50 EP. Okay, das waren ziemlich starke Mandalorianer. Nicht. Energiehandschuh. Maschenpanzer. Drahtzaun in the morning. Mandalorianische Blaster. Großer Bagger, lass diese Fremdlinge anders sein als die Sklaventreiber. Kannst du meine Wunden heilen? Ein Angriff aus dem Nichts. Bitte, heile mich, kannst du das? Warum sollte ich euch helfen? Warum seid ihr meiner Hilfe würdig? Bitte, heile mich. Ich werde sterben. Ich kann euch nicht heilen. Das ist keine Antwort. Ich weigere mich zu helfen. Sind wir jetzt? Sind wir so? Ja, sind wir so. Bemerkung. Für einen organischen Fleischsack seid ihr erfrischend skrupellos und grausam, Meister. Seid ihr auch wirklich kein Druide? Toll. Vielleicht finden wir später ja ein paar Insekten, denen wir die Beine ausreißen können. Oh ja, das wäre super. Fremdling, wie alle anderen. Was soll's? Was sollte man erwarten? Lasst mich sterben. Was ist hier geschehen? Okay, willst du mir nicht sagen. Tja, it is what it is, Grarar. Ich bin leider ein böse spielender Bösmann von Bösestan. Dementsprechend ist nichts mit brav sein. Ah, das war laut. Meine Ohren. Ich kann ja... Oh. Okay, die machen gleich weiter. Okay, weißt du was? Das sind zu viele. Jetzt wird's ja wieder laut. Es geht noch. Das war laut. Na
mal sehen, was ihr habt. Echt dumm, dass ich heilen kann, ne? Wer ist denn er da hinten? Steht kein Name dran. Doch, Frail. Okay, lass mal ganz kurz was gucken. Vielleicht gibt es ja gar keine helle Seitepunkte, wenn ich ihn heile. Aber wahrscheinlich schon und deswegen werde ich es nicht tun. Wir sind einfach mal so engstirnig. Mein Begleiter wurde grausam niedergemetzelt. Ich will, dass die Mörder dasselbe Schicksal erleiden. Was kannst du mir die Angreifer sagen? Ich habe ihre Art nie zuvor gesehen, auch nicht bei der Churka. Du hast sie gesehen. Sie sind gepanzert und im Wald fast unsichtbar. Sie sind uns einige Zeit gefolgt. Wir fanden Opfer im Südwesten und dann noch weiter südlich. Sie sind unglaublich schnell. Sie kämpfen wie Fremdlinge. Warteten, bis wir entwaffnet waren. Sie griffen erst an, als wir unsere Waffen abgelegt hatten, wie Feiglinge. Helle Seitepunkte. Nope. I call it a big nope. Ah, ich hab den falschen Speicherstand geladen, glaube ich. Hab ich nicht geschnell speichert? Nein, echt nicht. Na, ah, doch. Einen normalen Speicherstand habe ich angelegt. Ich glaube, da sind noch mehr tote Wookies. Also gepanzert und getarnt. Sind das dann einfach Mandalorianer, die sich tarnen? Und enttarnen wie Feiglinge, anstatt richtig zu kämpfen? Da ist ein Speeder da hinten. Oh, was war da? Mandalorianisches Whoop. So viel dazu. Was machen wir mit den Mandalorianer hier? Swoop ist noch warm. Das Swoop wurde erst kürzlich benutzt, da das Signalgerät fehlt. Einer der Mandalorianer muss es mitgenommen haben, um Daten zu sammeln. Nichts unternehmen. Vielleicht kriege ich jetzt diese Quest mit den Mandalorianern halt eventuell nur, wenn ich Grarrar heilen würde. Weil es liegen ja überall tote Wookies, aber es passiert nichts. Oh, da hinten ist wieder so ein... Wie hießen die? Tukata oder so? Speichern. Plasmamine. Sternenkarte. Computer. Lebensformen entdeckt. Bestimme Parameter. Neuralerkennung initialisiert. Ja, da ist das Ding. Eine Maschine. Du bist am Ziel, so viel ist sicher. Jetzt musst du sie nur noch zum Laufen bringen. Primäre Neuralerkennung abgeschlossen. Vorübereinstimmung gefunden. Hä? Was zum... Verdammt, was brappelt das Ding da? Ich verstehe nur Bahnhof. Starte Kommunikationsinterface. Warte auf Befehle. Seien Sie gegrüßt. Auf dieses Terminal ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugegriffen worden. Warum habt ihr mich erkannt? Fehler. Oder anerkannt? Versuchsperson ist mit Umgebung nicht vertraut. Vor Zugriff Verhaltensrekonfiguration notwendig. Entschuldigung, Verwirrung war nicht beabsichtigt. Werde Fragen beantworten, soweit vorprogrammierte Beschränkungen es zulassen.
Welche Einschränkungen gibt es in deinem Programm? Die Datenkorruption hat zu Lücken in meinem Speicher und dem der ursprünglichen Installation geführt. Man kann Absicht dahinter vermuten, aber darüber gibt es keine Informationen. Ich bin halt übrigens sehr glücklich darüber, dass er Basic spricht. Welche Lücken gibt es? Fehler. Ich kann keine Nichtpräsenz präsentieren. Vielleicht können Sie andere Fragen stellen. Das ist eigentlich eine dumme Frage, ja. Offenkundig werden zu lassen. Wobei er ja um die... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es wirklich eine dumme Frage. Ich habe gerade überlegt, er kann ja um die Frage rummanövrieren. So von wegen, wenn man es jetzt mal mit einer Zeitachse sieht, bis 1980 ist alles da und dann ab 2000 wieder. Also fehlt das dazwischen. Aber vielleicht existiert es ja gar nicht und er weiß gar nicht, ob das überhaupt fehlt oder nicht existiert. Nee, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Was meinst du mit Verhaltensrekonfiguration? Mein einprogrammierter Wissensbereich ist eng begrenzt. Zugriff ist auf jene beschränkt, die mit meinen freigegebenen Mustern übereinstimmen. Und ich stimme nicht mit dem Muster überein? Keine Aussage möglich. Versuche entsprechendes Verhalten zu erzeugen, um wie im Programm vorgesehen fortfahren zu können. Das klingt ja sehr hilfreich. Wann wurde mir der Zugang gestattet? Keine Aussage möglich. Vorübereinstimmungen zeigen, sie können instruiert werden. Weißt du nicht, warum oder darfst du es nicht sagen? Keine Aussage möglich. Wahrscheinlichkeit für Beschränkungen durch vorherigen Benutzer bei 100%. Immerhin das. Ich möchte dir Fragen über dich und diese Anlage stellen. Arbeite mit retroadaptiertem Holocron-Interface. Präzisieren Sie Ihre Fragen. Werde versuchen, auf ursprünglichen Systemspeicher zuzugreifen. Wer hat die Anlage ursprünglich erbaut? Fehler. Daten unbrauchbar. Extrapoliere. Anlage wurde errichtet, um Agrarstrukturreform planetenweit zu überwachen. Doch es kam zu Funktionsstörungen. Abnormes Wachstum der Kashyyyk-Wälder ist theoretisch möglich. Wer hätte das gedacht? Ich schätze, die Wookies sehen das anders. Der Wald ist uralt. Funktionsstörung trat 241 Jahre nach der letzten Kommunikation mit dem Erbauer auf. Letzte Kommunikation mit dem Erbauer 29.642 Jahre vor aktuellem Republikstandard. Wenn die Anlage vor 30.000 Jahren erbaut wurde, stammt sie aus einer Zeit vor der Republik. Fehler. Informationen über die Erbauer dieser Anlage sind unbrauchbar. In den was für eine Schande. Ist kein Hinweis auf eine solche Zivilisation verfügbar. Warum war eine landwirtschaftliche Reformation erforderlich? Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass dieser Planet nicht in der Lage war, ausreichende Agrarproduktion aufrechtzuerhalten. Fehler. Spezielle Bedingungen unbrauchbar. Export von Agrarprodukten zur Befriedigung größerer Nachfrage theoretisch möglich. Das ist eine kurze Anpassungsphase für die eingeborenen Kreaturen. Fehler. Aufzeichnungen unbrauchbar. Einsatz von Biosaatgut zur Aufrechterhaltung des Ökosystems theoretisch möglich. Es ist möglich, dass die für das Wachstum der Bäume auf Kashyyyk verantwortliche Energie auch die Evolution verschiedener Spezies beschleunigt hat. Keine weiteren Informationen verfügbar. Zu viele Daten unbrauchbar. Zurück zu meinen Fragen über die Anlage. Zugriff erlaubt. Werde antworten, soweit meine Programmierung es zulässt. Wer hat das Holo-Interface installiert? Dieses Interface wurde installiert, um auf Daten, die im vorher existierenden System gespeichert waren, besser zugreifen zu können. Das genaue Datum ist nicht verfügbar. Bestimmte Programmierbefehle lassen darauf schließen, dass Installation nicht früher als 5 Jahre vor aktuellem Republikstandard erfolgt sein kann. Vor 5 Jahren? Und ich habe nichts bemerkt? Da war jemand sehr vorsichtig. Damit scheiden die Tscherker aus. Keine weiteren Informationen über Installationszeitpunkt oder Identität der Benutzer verfügbar. Daten wahrscheinlich zu 100% durch Benutzer entfernt. Wahrscheinlich 100%. Ah ja, okay. 2 Wörter, die zueinander passen. Wer zuletzt Zugriff hatte, weiß er nicht. Gab es weitere Kontakte mit der Person, die das Interface installiert hat? Vor ungefähr 5 Jahren kam Revan hier in der Gegend. Fehler. Daten über Versuchsperson Revan unbrauchbar. Gab es weitere Kontakte? Information nicht verfügbar. Unmittelbarer Kontakt ist für die Ausführung von Programmierbefehlen nicht notwendig. Abtastreichweite dieser Anlage reicht weit über die Grenzen des Planeten hinaus.
Zurück zu meinen Fragen. Welche Funktion hatte die Anlage ursprünglich? Das weiß ich ja eigentlich. Agraruntersuchung. Fehler. Daten unbrauchbar. Agrarstruktur, ja genau. Okay. Welche Funktion hat die Anlage zurzeit? Der aktuelle Zweck dieser Anlage ist Schutz. Schutz wovor? Fehler. Oder wofür? Diese Information ist nicht verfügbar. Okay. Dann habe ich eigentlich nur noch, ich benötige Informationen über eine Sternenkarte. Zugriff möglich. Habe Sternenkarte im ursprünglichen Systemspeicher gefunden. Zugriff ist beschränkt. Ursprüngliche Systemspeicher, die Karte ist so alt wie diese Anlage? Fehler. Daten über den Verfasser der Sternenkarte sind unbrauchbar. Was benötige ich, um Zugriff zu erhalten? Für Ihre Anfrage müssen weitere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Sie müssen den Parametern entsprechen, mit denen dieses System ausgestattet ist. Okay, wie kann ich diesen Parametern gerecht werden? Es stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Ein Persönlichkeitsprofil wird die Struktur Ihres Bewusstseins verifizieren. Anhand dieses Profils wird entschieden, ob Sie bereit sind, die Sternenkarte zu erhalten oder ob Sie dafür vorbereitet werden können. Und was soll das bedeuten? Information nicht verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Ja, dann fang an. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch es kommt zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Zahlbar werden gefangen genommen und getrennt. Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder ein Jahr Haft. Beschuldigen Sie Zahlbar aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre und Sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn Sie beide den anderen beschuldigen, erhalten Sie beide 2 Jahre. Was tun Sie? Was glauben Sie, wird der andere tun? Zahlbar steht in meiner Lebensschuld. Er würde nicht die Schuld auf mich lenken. Ich würde sie auf ihn lenken, da ich böse spiele. Woher weißt du von ihm? Er ist nicht hier. Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß, was auf Kashyyyk und jenseits davon geschieht. Beantworten Sie meine Frage. Ich weiß nicht, was Zalba sagen würde. Ich würde ihn beschuldigen. Sicher ist sicher. Das Temperament eines Begleiters ist allenfalls unzuverlässig. Sie haben die Drohung von 1 oder 5 Jahren weise gegen keines oder 2 Jahre eingetauscht. Diese Maschine erwartet vermutlich eine ganz bestimmte Art von Antwort. In diesem Fall ist der Wookie unzuverlässig. Seine Familie ist ein Haufen von Verrätern. Ich werte die Antwort als korrekt. Sie zeigen ein Verhalten, das dem Muster im Speicher entspricht. Evaluierung wird fortgesetzt. Das ist bedauerlich. Ich nehme dich auseinander. Warum muss ich mich gegen meine Gefährten stellen? Sie sind gegen sie. Alles, was ihre Stärke und ihre Effizienz beeinträchtigt, ist gegen sie. Ich diene lediglich dazu, die korrekten Muster zu illustrieren. Sie müssen geführt werden, um in den richtigen Bahnen zu denken. Dann fahrt fort. Hypothese. Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Also wenn ich die 5 Tage abwarte, dann haben die etwas vom Heer bereits auf meine Stadt geschickt und ich kann mit voller Kraft bei denen angreifen. Ja, hier, ich bereite meine Stadtkarte für deinen Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Sehr gut. Wenn Sie losgezogen wären, um die Stadt zu evakuieren, hätten Sie den Gegner darauf aufmerksam gemacht, dass Sie den Code geknackt haben. Der endgültige Sieg forderte den Tod der Bewohner dieser Stadt. Sie haben weise entschieden und sich nicht von Gefühlen leiten lassen.
Ich bin im Fernsehen, Mama. Der Sieg spielt keine Rolle. Durch das Beenden des Krieges wurden viel mehr Leben gerettet. Das stimmt. Der Tod dieser Leute wurden meine Streitkräfte anstacheln. Stringente Argumentation. Ich werde sie in die übrige Evaluierung einfließen lassen. Sie beginnen, dem Muster im Speicher zu entsprechen. Hypothese. Entfernen Sie den andauernden Krieg aus dem letzten Beispiel. Betrachten Sie den Gegner als schwach und weit entfernt. Doch ohne Bedrohung von außen beginnt Ihr Reich zu stagnieren. Ihre Leute werden selbstgefällig und stellen sie zunehmend in Frage. Das gleiche Szenario wie zuvor. Sie entdecken einen bevorstehenden Angriff, aber auch die anschließende Schwäche. Wie reagieren Sie? Ich lasse den Angriff ab, man wird mich wie einen Helden behandeln. Ich lasse den Angriff geschehen. Ich tue gar nichts, damit ich später ihre Schwachstellen angreifen und so viel mehr Leben retten kann. Sie entdecken einen bevorstehenden Angriff, aber auch die anschließende Schwäche. Ich vermute, das Viech will von mir, der Roboter will von mir die Antwort hören, dass ich wie heißt's? Dass ich meinen Feind selbst auf eine gewisse Art und Weise groß halte. Deswegen probiere ich es mal mit, ich lasse den Angriff geschehen. Natürlich tun sie das. Das macht strategisch gesehen den meisten Sinn. Ihre Leute werden sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind um sie scharen. Wenn alle Augen nach außen blicken, stärkt das ihre Herrschaft. Außerdem eröffnet das Drum und Dran eines Krieges weitere Möglichkeiten. Ihr Verhalten stimmt mit den Mustern im Speicher überein. Ich erkenne sie und erfülle meine vorherbestimmte Aufgabe. Erklär mir, was das alles sollte. Ich wurde programmiert, um zu führen, nicht um zu informieren. Bald schon werden Sie den Kurs erkennen, dem Sie folgen müssen. Die Sternenkarte gehört Ihnen. Diese Einheit hat nun seine Primäraufgabe erfüllt. Die Reihe mit der Versuchsperson ist abgeschlossen. Führe letzte Aktion durch. Beginne mit der Aktivierung der Sternenkarte. Parameter zurückgestellt. Stasis initialisiert. Beende Kommunikation. Ja, viel habe ich ja auch nicht mehr vor mir, ne? Mal ganz nebenbei bemerkt. Die letzte Sternenkarte ist ja auch nur noch ein Viertel vom ursprünglichen Planet, wahrscheinlich. Da habe ich ja auch schon viel erledigt. Dunkle Seitepunkte und 2800 EP. Gut, eine Sternenkarte. Ein uraltes Artefakt der dunklen Seite. Das überrascht mich nicht. Mir war immer klar, dass da unten irgendwas versteckt ist. Mich würde interessieren, ob die Sternenkarte die Evolution der Wesen der Schattenlande beeinflusst hat. Vielleicht ist es hier unten deshalb so gefährlich. Eine interessante Theorie. Ich fürchte nur, dass wir keine Zeit haben, sie zu überprüfen. Na egal. Wir haben, was wir wollten. Lass uns von hier verschwinden. Okay, alter Mann. Ich muss es nicht mehr anklicken, okay. Ich gebe euch erstmal euer Level ab. Was haltet ihr denn davon? Attribut. Er kriegt Weisheit. Anderes macht nicht viel Sinn. Dann kriegt er... Ne, er kriegt hier Machtwelle. Lebensfeld habe ich. Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit noch höher. Okay. Aber wir waren hier noch nicht fertig. Es gab ja noch einen anderen Weg, den ich gehen konnte. Nee, aber das war das Falsche, oder? Das war das Richtige. Da war ja noch dieser Freyr-Wookie. Ist Grarar mittlerweile tot? Er steht nicht mehr da, ja. Er müsste, glaube ich... Ne, da vorne wäre er. Normalerweise.
Wahrscheinlich steht er noch da, bis ich zurückgehe. Vielleicht überlebt er sogar ohne mich und sagt, der hat mich zum Sterben zurückgelassen. Effizienz pur. Petze. Hast du eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich darauf geachtet habe. Ja, hat er. Okay. Klar. Da droppen die auf einmal ihre Leichen. Das haben sie doch vorher auch nie, oder? Oder bin ich jetzt Blade? Tatsächlich droppt das auch wieder die Leichen. Warum droppen die dann auf einmal ihre Leichen? Oder haben die das schon immer gedroppt und ich bin echt ein Depp? Ritualmarkierung. Was? Du siehst einige uralte Symbole, Moos und Staub lassen vermuten, dass seit vielen Jahren niemand mehr hier war. Bist du großzügig, erscheint die Bestie. Wenn du sie rufst, bist du würdig und weise. Kämpft sie gegen dich. Bist du furchtlos und tapfer, ist dir der Ruhm sicher. Wenn du die Bestie fütterst, folgt sie deinem Ruf. Hole Vipern aus ihrem Nest und hänge sie auf. Ihr Blut soll den Boden unserer Vorfahren tränken. Ja, super. Ein Terentatic. Rituelle Bestie heißt sie hier. Aua. Proteineffizienz pur. Tja, kommst du nicht an Julie Bindo vorbei? Es ist ein Leichnam dieses großen Unheils und du siehst, dass eine Klinge in seiner Seite steckt. Die Haut ist schon drumherum gewachsen. Die Klinge scheint die Kreatur nur Oberfläche verletzt zu haben. Wer weiß, wie lange sie mit dieser Verletzung gelebt hat. Du ziehst die Klinge aus dem Kadaver. Der einzige Makel ist der fehlende Griff. Offensichtlich ist das Schwert zerbrochen, als die Klinge in die Kreatur eindrang. Gut, dann wird's hier sein, oder? I don't know. Hier. Bakkas Schwertklinge. Dies ist ein Teil von Bakkas Zeremonieklinge, die durch den Hochmuthäuptling Rovjavrus zerstört wurde. Er hatte das ungeheuerte Schattenlande unterschätzt und sein Schwert in diesen Hort verloren. Seitdem wird nur der Griff des Schwertes von Generation zu Generation vererbt. Das ist das rituelle Schwert, mit dem man ihn töten soll. Reif des Sarisch, Gunhans Tagebuch. Dieses Datapad stammt aus dem Kadaver eines Terentatic auf Kashyyyk. Das Biest hatte es wohl verschlungen. Es scheint das persönliche Tagebuch Gunhans Sarisch zu sein. Der letzte Eintrag erklärt, was er auf Kashyyyk wollte. Duran und Shaela sind ihrer Wollust und damit der dunklen Seite verfallen. Ich wollte sie warnen, ihre Liebe zu unterdrücken, aber sie haben mich beschimpft und beschuldigt, dass ich dem dunklen Pfad folgen würde. Ich! Also habe ich diese Narren auf Korriban verlassen. Aber ich werde den Auftrag, den mir der Rat der Jedi gab, vollenden. Ich werde die Terentatic vernichten, wo immer ich sie finde. Angeblich lebt eine der Bestien in den Schattenlanden von Kashyyyk. Ich werde die Bestie vernichten und beweisen, dass ich weder Duran noch Shaela brauche, um diese Kreatur zu besiegen. Helle Seite, gibt 5 Weisheit. Also ganz ehrlich. Mit der Robe und diesem Reif hätte ich ja irgendwie, keine Ahnung, 800 Weisheit. Böse zu spielen war ja wohl die dümmste Idee überhaupt. Also böse und auf Macht. Naja, kann sich Basila darüber freuen. Frechheit. Aber das haben wir ja auch schon alle 3 Geschichten jetzt gehört. Wir haben Shaela gefunden, die war in dem Korriban-Tempel. Der eine war in der Höhle, wo Basila die Robe trägt.
Und der ist jetzt hier. Und schön, dass sich alle gegenseitig die Schuld gegeben haben. Er hat nicht mehr volles Leben. Warum auch immer. Dann habe ich mein Level up. Bald. Dann bekomme ich nämlich endlich meinen letzten Blitz. Das könnte schon reichen. Yep. So, es ist soweit. Levelaufstieg. Ich gehe nochmal auf Reparieren. Dann habe ich das alles auf so einem ungefähr gleichen Niveau. Talente, Meistersinne und Meistermachtfokus. Mhm. Es ist die Frage, was nehme ich denn noch als letztes? Charakter, die auf diesen Rettungswurf auf alle außergewöhnlichen Körperverfassung, oder? Im Nahkampf kämpfe ich ja eigentlich nicht. Oder soll ich nochmal auf sowas gehen? Reparieren und Sicherheit. Wobei einen Bonuspunkt ist auch für den Arsch. Nee, dann nehme ich lieber die Rettungswürfe. Ich meine, das ist auch nur ein Punkt, aber es ist besser als nix, oder? Oder noch mehr auf die Abwehr von Blaster geschossen. Nee, das sehe ich nicht. So. Machtsturm. Bin gespannt. Speichern. Dann sag mal, was geht denn ab, Freyr? Noch mehr Jerkaratten ist nicht mal mein Kashyyyk-Herz von euch sicher. Ist nicht einmal Kashyyyks Herz vor euch sicher? Er ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freyr. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht? Nach Jahren hier unten weiß ich nur, dass mein Fremdlinge nicht trauen kann. Ich werde dich töten. Ja, das könnte schwierig werden. Uiuiui, macht das Damage. Holla, die Waldfee. Ich bin besiegt. Nimm meinen Kopf, Jacker Bastard. Du hast nur diese Chance, so wahr ich Freyr von Kashyyyk bin. Chunda schickt seine Grüße. Jetzt sterbt. Sind wir so weit gereist, um einen alten Wookie zu töten? Ich kann das nicht gutheißen. Haltet euch zurück, ich gebe hier die Befehle. Hüte deine Zunge, Kind. Ich dachte nur, dass du klug genug bist, verschiedene Möglichkeiten... Hab ich doch schon damit Jacker-Typen nicht gemacht. Die Lösung ist ganz einfach. Bereitet euch auf euer Ende vor, Freyr. Mein Blut möge die Erde Kashyyyks tränken. Aua. Hey, ja, Jolly Bindu. Große Klappe, aber dann trotzdem helfen, ihn umzubringen. Der droppt ja nicht einmal was. Das war voll sinnlos, den umzubringen. Langweilig. Boah, wie öde, ey. Gut, ich glaube, das war's mit Kashyyyk. Also wir gehen jetzt nochmal in das Dorf zurück. Und dann verlassen wir, glaube ich, den Planeten schon. Stufe 20 ist auch nicht mehr weit entfernt. Zwei Level noch. Aber irgendwie brauche ich länger, um Stufe 20 zu erreichen, als ich gedacht habe. Wahrscheinlich liegt das daran, dass... Ja, wobei, ich habe die EP ja trotzdem weiterbekommen. Ich kann es nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich dachte aber eigentlich, dass man lange bevor man mit allen Planeten fertig ist, Stufe 20 hat. Wobei ich aber auch sagen muss, ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was kommt, was ich nicht im Kopf habe.
Bereit. Der Grarrar war übrigens weg. Also wahrscheinlich hat er tatsächlich überlebt. Und wird jetzt petzen. Der hat mir nicht geholfen. Na, 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 na. Klar. Lass mich auf. Bring mich nach oben. Der Verrückte war Freyr, Jundas Vater. Okay. Ah, mein Söldner kehrt zurück. Meine Kletterer sagen, dass du dich lediglich leidlich gut geschlagen hast, Relaxon. Aber sie konnten dir nicht immer folgen. Junda, sagte mir, wer der Verrückte war. Habt ihr es getan? Habt ihr meinen Vater getötet? Ja, ich habe ihn abgeschlachtet. Gibt es ein Problem? Nein. Und ich bezweifle, dass Zalbar dir deshalb Ärger macht. Er versteht mich langsam. Er hat mich daran erinnert, wie Freya mich verbannte. Wie leicht es war, ihn loszuwerden. Wir sind stärker ohne ihn. Chundas Weg ist der bessere. Natürlich. Meine Leute werden stark durch die Waffen und den Einfluss der Fremdlinge. Ich werde deinen Namen reinwaschen. Schon bald. Bekomme ich eine Belohnung für meine Bemühungen? Maybe? Ich sorge dafür, dass du bekommst, was du verdienst. Hör auf, Fragen zu stellen und ich bezahle die Rechnung. Wird Zalbar hier wieder einen Platz haben? Ja, bald. Ich brauche Zeit, um einen Grund für seine glorreiche Rückkehr zu finden. Bis dahin sollte er dich begleiten. Das wäre mir auch lieber. Hier ist nicht mein Platz. Das habe ich dank euch erkannt. In der Tat, Relaxu. Ja, ja, du hast die Wahrheit erkannt. Wir machen alle weiter. Jetzt ist es besser, wenn du gehst. Ich möchte etwas über das wissen, was ich in den Schattenlanden sah. Ich sah etliche mandalorianische Jäger mit sehr fortschrittlicher Ausrüstung. Ich weiß leider nichts Genaues, aber wie ich hörte, können sie nahezu perfekt mit den Farben des Waldes verschmelzen. Interessant. Meine besten Wookies werden die Leichen untersuchen. Ich behalte dieses Wissen für mich. Die Checker müssen nicht alles erfahren. Ich sah einen uralten Computer. Ja, meine Spione haben dich lange aus den Augen verloren. Vielleicht war es ein Schiffswrack. Es war schon dort, bevor der Wald da war. Ich glaube, du fantasierst. Nichts ist älter als der Wald. Nicht einmal wir Wookies. Oh, da liegst du ausnahmsweise falsch. Es wundert mich allerdings nicht, dass du das nicht weißt. Vielleicht lasse ich nach einem Computer suchen, obwohl ich denke, dass du dich irrst, verrückter Fremdling. Ich traf dort unten den Einsiedler Jolly Bindo. Es gibt den verrückten Fremdling also wirklich. Interessant. Du nimmst ihn hoffentlich mit. Nicht, dass ihm etwas zustößt. Spar dir deine Drohungen. Ich habe den Wald satt. Und was hier passiert ist, gefällt mir auch nicht. Ich verschwinde. Ja, es ist besser, wenn er geht. Solange er hier ist, glaubt niemand, dass die Wookies in den Schattenlatten verschwinden. Ich traf dort unten den Einzelnen hier. Es gab dort unten Chaka-Wilderer. Ja, und du hast sie bei ihrer Arbeit gestört. Aber ich sehe darüber hinweg. Sie werden zusätzliche Sklaven verlangen, aber deine Dienste waren dieses Opfer wert. Na dann? Ja, ich denke, ich auch. Aber womit soll ich dich belohnen? Ist dir überhaupt klar, was du hier getan hast? Niemand wird jetzt mehr an mir zweifeln. Jetzt, wo Freya nicht mehr da ist, hält niemand an den Traditionen fest. Jeder glaubt mir, sogar Zalbar. Dem Volk der Wookies steht eine große Zukunft bevor unter meiner Herrschaft. Wie soll ich euch belohnen, Bruder? Was wollt ihr dafür, dass ihr an meiner Seite steht? Ihr habt mir gezeigt, wie sinnlos unsere Traditionen sind. Was soll's also? Ich nehme Bakkas Schwert. Vielleicht ist es wenigstens noch in der Schlacht zu gebrauchen. Seid still, Wookie, ich bin in den Verhandlungen. Bakkas Schwert, nichts anderes. Widersprich niemals einem zornigen Wookie, okay? Offenbar hat sich Zalbar entschieden und ich stimme ihm zu. Das Schwert hat seinen Einfluss verloren. Es von Kashyyyk fortzubringen, wird der alten Tradition ein für alle Mal auslöschen. Dummerweise habe ich nur den Griff. Die Klinge ging vor langer Zeit in den Schattenlanden verloren.
Ich habe die Klinge. Du steckst voller Überraschungen. Mal sehen. Das sollte einfach sein. Ja, ich denke, voila. Ja, ein Wookie, der voila sagt, genau. Nimm es. In den Händen eines Verstoßenen und eines Fremdlings ist es ungefährlich. Freya war die eigentliche Gefahr und die neue Generation wird ihn schnell vergessen. Dank dir. Natürlich. Es ist besser, wenn die Klinge und ein potenzieller Rivale möglichst weit von Kashyyyk weg sind, was? Mir reicht's langsam. Du kannst meinen Bruder begleiten, verrückter Einsiedler. Niemand hält dich auf. Du hast recht. Genau das werde ich tun. Okay, alles klar. Objekt erhalten. Da wollte ich nicht hin. Achso, ich muss, den da weg, die da her. Ja, ich bin zufrieden. Wo bin ich jetzt? Okay. Sweetheart, ich habe was für dich. Damit hast du jetzt wie viel Weisheit? 19. Das ist gar nicht mehr so viel. Wenn man mal ehrlich ist. Du kriegst noch mal Stärke. Okay. Da hier, die meine Rüstung meinte ich, Quelldroma. Das sind noch mal 2 Weisheit. Also nur 7 Weisheit durch die Ausrüstung. Abartig, ey. Echt abartig. Wenn ich das hätte, Mann. Boah. Naja. Das war's aber für die Folge. Dann machen wir in der nächsten weiter. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Bis dahin.